nächsten jungen Star hier am Schlagerlagerfeuer anzukündigen. Unbedingt. Sehr, sehr gerne. Wir durften ja dieses Jahr einen ganz, ganz großen Tag feiern. Auch hier in Sachsen-Anhalt. Und ich denke, unsere nächste Künstlerin, du hast an diesem Tag auch deinen großen Tag gehabt. Du hast absolute große, also nicht irgendeine Fernsehpremiere gehabt, sondern Fernsehpremiere bei unserem Florian in einer der größten Shows. Und da wünschen wir dir weiterhin ganz, ganz viel Glück. Ja, sie ist jung, eine aufstrebende Künstlerin. Und ich bin mir sicher, lieber Florian, von dieser Jungfrau werden wir noch ganz viel hören. Ja. Aber wem wundert's bei so einer musikalischen, es sind ja fast alle da, Familie. Marie Heim! Viel Spaß! Zu machen. Ramon, jetzt wissen wir Bescheid. Liebe Marie, schön, dass du bei uns bist. Und ich würde jetzt sagen, wir machen passend zu deinem Song eine kleine Mädels-Fragerunde. Ja. Und die Fragen für dich, die ihr ja selbst geschrieben habt und gesammelt habt, würde ich sagen, fischt jetzt mal Julia Lindholm. Julia, oh, ja, magst du ein paar Fragen fischen? Ein paar? Ja. Also versuch's mal mit der ersten. Dann schauen wir mal. Oh, das ist ja sehr passend. Oh Gott. Wie viele Selfies hast du heute schon gemacht? Eieiei.
Sei ehrlich! Was ist, okay, naja, es waren ein paar, zählen die Videos von einem sich selbst auch? Ja. Natürlich. Nein, also natürlich zu diesem tollen Anlass jetzt. Ich bin super dankbar, dass ich hier sein darf und dementsprechend versuche ich auch besonders von diesem Ort hier und dieser Veranstaltung hier so viel wie möglich zu fotografieren und auch mitzunehmen. Auch eben ich hier in diesem Ort, nicht nur der Ort. Also deswegen aber wir sprechen ja mehr von den Selfies, liebe Marie. Ja, ich bin ja, so sieht das dann aus. Ah, okay, ja. Also du nimmst den Ort schon mit drauf aufs Bild. Ja, natürlich. Ah, okay. Ja, deswegen. Sonst sieht ja jedes Foto aus wie das andere. Ich bin ja immer gleich, aber die, ne? Ja, verstehe. Die Kulisse. Also wie viel waren es? Ich kann es nicht so ganz zählen. Aber ein paar. Ich habe nicht übertrieben. Okay, dann verschonen wir dich jetzt mit weiteren Nachfragen, liebe Marie. Aber wenn du magst, dann kannst du jetzt den Mann ankündigen, mit dem ihr heute auch schon einiges erlebt habt und ein bisschen geprobt habt. Oh ja, okay. Liebe Zuschauer, der Künstler, der jetzt kommt, ist für mich ein echter Weltstar. Oder besser gesagt, ein echter Sieger. Sein Album zusammen mit Florian Silbereisen ist direkt auf Platz 1 gerast. Hier ist für Sie Thomas Anders mit Florian Silbereisen mit dem Song Du kannst ein Sieger sein.